Guten Tag, mein Name ist Alexander Brilreck, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und das werden einige Zuschauer schon gemerkt haben. In den letzten Wochen war ich immer mal wieder ein bisschen erkältet. Wir haben teilweise keine Fragen mehr beantwortet, tagelang. Ich habe ein Ding nach dem anderen gehabt, eine Krankheit nach der anderen. Ich erzähle gleich welche. Und ich habe mir gemerkt in der Situation, dass man doch ein bisschen verzweifelt ist. Also ich war nicht verzweifelt, weil ich irgendwie gekündigt werden kann. Ich bin ja nun mein eigener Chef. Aber ich war so ein bisschen verzweifelt, wie es hier weitergeht in der Kanzlei und die ganzen Fristen und so weiter. Zum Glück habe ich so super Mitarbeiter. Aber ich habe gedacht, ich muss mal über diese Situation was für Arbeitnehmer machen. Ja, wie fühlt man sich als Arbeitnehmer in so einer Situation, wenn man noch um seinen Job vielleicht Angst hat? Und darum geht es im heutigen Video. Zunächst hatte ich so eine Magen-Darm-Grippe, da wollte ich hier keinen infizieren. Dann war ich zu Hause, bin ab und zu mal hergekommen, habe mir Akten heimlich geholt, habe die zu Hause bearbeitet, wieder hergebracht. Da konnte ich auch noch ein bisschen arbeiten. Nahtlos hat mir mein Kleiner aus der Kita dann so einen richtigen Hammer-Virus gebracht, so eine richtige Grippe. Und dann lag die ganze Familie mit Fieber, 40 Grad im Bett und man konnte sich kaum noch bewegen und man konnte wirklich gar nichts mehr machen. Das hatte ich lange nicht. Und habe natürlich gedacht, oh Gott, wie geht das hier in der Kanzlei weiter? Ja, das ist ja auch immer so eine Haftungsgeschichte, was dann hier passiert. Und ich bin selbstständig. Ich möchte auch nicht, dass meine Mandanten, die alle in einer kritischen Situation sind, ja, dass die dann plötzlich irgendwie noch zusätzliche Probleme haben, weil der Anwalt krank ist. Ich habe zwar hier sehr gute andere Anwälte noch, aber es gibt halt so spezielle Situationen, wo es den Leuten sehr wichtig ist, rund um die Uhr von mir quasi betreut zu werden. Naja, ich war jedenfalls in so einer gewissen Verzweiflungssituation, lag da mit Fieber und Schüttelfrost und Schwitzen und allem und Husten wie verrückt in meinem Bett, ja, in meiner Matratzengruft, wie Heinrich Heine damals gesagt hat in Paris, und dachte so, oh Mann, wenn man jetzt Arbeitnehmer wäre und noch mit einer Kündigung rechnen müsste und noch diesen Druck hätte, oh Gott, was macht man denn da? Ja, und da dachte ich, da mache ich doch nochmal ein Video zu. Ich habe das schon öfter hier angerissen, aber man kann nicht genug sein, also genau zu dieser Situation. Also ich habe eine Krankheit schon gehabt, da habe ich mich krank gemeldet. Jetzt habe ich eine andere Krankheit, die ist noch schlimmer und ich weiß nicht, soll ich jetzt zur Arbeit gehen? Soll ich mich da hinschleppen, vielleicht noch die Kollegen anstecken, weil ich Angst habe, eine Kündigung zu bekommen oder weil ich Angst habe, der Chef ist sauer? Man muss zunächst mal eins sehen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was für eine kündigungsschutzrechtliche Situation man hat persönlich. Das hängt damit zusammen, ob das Kündigungsschutzgesetz greift, ob man also regelmäßig mehr als 10 Mitarbeiter beim Arbeitgeber hat und länger als ein halbes Jahr dabei ist. Ist beides der Fall, greift das Kündigungsschutzgesetz, dann hat man eine gute Sicherheit. Man kann dann auch wirklich zu Hause bleiben und seine Krankheiten auskurieren. Wenn man in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren, immer mehr als 6 Wochen krank war, dann kann das theoretisch auch sein, dass der Arbeitgeber da an eine personenbedingte, also krankheitsbedingte Kündigung denkt, ja. Oder wenn man sehr, sehr viele Kurzzeiterkrankungen hatte, dann auch, ja. Aber man sollte sich davon in solchen Fällen nicht abbringen lassen. Krankheitsbedingte Kündigungen sind sehr, sehr schwer für den Arbeitgeber. Er muss viele Formalien beachten, betriebliches Eingliederungsmanagement machen und so weiter. Wenn ich sowas alles noch gar nicht gehabt habe, brauche ich mir keine großen Sorgen machen. Das heißt, in diesen Fällen würde ich natürlich wie immer den Arbeitgeber informieren, umgehend, ja, Krankmeldung immer hinschicken, auch immer noch mal zwischendurch, wenn man kann, anrufen und sagen, ja, wie es einem geht, ja, also kommunizieren ist immer gut, aber ansonsten würde ich auf jeden Fall erstmal mich auskurieren. Das ist wirklich der Vorteil, den man als Arbeitnehmer hat, der Nachteil, den man als Selbstständiger hat, ja. Als Selbstständiger schleppt man sich noch bis zum Get-No zur Arbeit, als Arbeitnehmer braucht man das nicht. Wer in einem Kleinbetrieb arbeitet oder wer vielleicht mit seiner Karriere dabei ist, sich da Angst zu haben, sich da was zu versauen oder so, ja, der muss halt vor allen Dingen kommunizieren, dem Arbeitgeber das erklären, ja, sagen, was Sache ist. Dann kann man ja immer noch anbieten, wenn man gesund ist, vielleicht wieder ein bisschen nachzuarbeiten, sich doppelt anzustrengen und so weiter oder auf andere Art und Weise sich da gut an den Start zu bringen. Ich sage immer Selbstmarketing, das kann man auch als Arbeitnehmer machen, ja. Wie bin ich unersetzlich? Aber in solchen Fällen hat man halt keinen Kündigungsschutz und es ist dann auch nicht auszuschließen, dass der Arbeitgeber kündigt. Nur, wir haben Fachkräftemangel. Wenn man wirklich
gut und unverzichtbar ist, wird der Arbeitgeber eigentlich kündigen? Das wäre Wahnsinn vom Arbeitgeber. Ja? Es ist so schwer, Fachkräfte zu finden. Die Arbeitgeber zahlen teilweise richtig Geld an Vermittlungsfirmen, an Personalscouts. Ja? Das wäre Blödsinn zu kündigen. Ja? Nur mancher macht Blödsinn, da muss man auch überlegen, ob man bei einem solchen Arbeitgeber gekündigt werden will. Dann finde ich, besser jetzt gekündigt werden, als nachher wieder in Zeiten, wo der Arbeitsmarkt nicht mehr so gut ist. Zurzeit, meine Mandanten finden alle so schnell neue Jobs. Die kommen gar nicht, ich kann gar nicht so schnell mein Verfahren abschließen und die Abfindung einkassieren, wie die schon neue Jobs haben. Ja, das ist halt teilweise echt ein Problem. Insofern würde ich sagen, zurzeit kann man das relativ entspannt angehen und ich persönlich jedenfalls würde meine Gesundheit als Arbeitnehmer nicht aufs Spiel setzen, um nur mich da beim Chef da einen guten Stand zu halten. Aber das sagt sich natürlich so leicht, wenn man selbstständig ist. Aber umgekehrt haben Sie jetzt ja auch mal gehört, wie es auch Selbstständigen geht und jede Art der Tätigkeit hat halt ihre Vor- und Nachteile und der Vorteil des Arbeitnehmers ist eigentlich, dass er, wenn er krank ist, auch krank sein kann und diesen Vorteil sollte man sich nicht einfach so nehmen lassen, sollte man nicht einfach so opfern. Da kann man ja gleich selbstständig werden und dann natürlich auch entsprechend mehr Chancen auf entsprechende bessere Vergütung zu haben oder eben auf eine sehr schöne Art der Tätigkeit, so wie ich, ne, der macht, was er möchte, was ihm Spaß macht. Wer kann das dauerhaft sagen? Und dann sollte man diese Vorteile auch haben. Die Nachteile sind dann eben, dass man vielleicht auch mal krank sich ins Büro schleppt. Wie ich heute zum Beispiel, ich habe immer noch extrem Husten, ja, immer zwischendurch, zwischen jedem Video huste ich mir fast die Seele aus dem Leib. Aber trotzdem will ich natürlich, dass hier im Kanal weitergeht, also quäle ich mich hier mit ein paar Videos ab. Ich hoffe, es ging trotzdem einigermaßen, ich habe nicht zu viel Unsinn geredet. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Wenn es um Kündigung geht, um Ängste, Sorgen in Bezug auf Kündigung geht, um Abfindung, Aufhebungsverträge, haben wir eine Hotline, kostenfrei und unverbindlich. Können Sie anrufen, mit mir telefonieren, mit mir die Sache besprechen, was ich für Sie tun kann und dann erst überlegen, ob Sie mich überhaupt beauftragen wollen. Insbesondere, wenn man keinen Rechtsschutz hat, ist das ja eine ganz gute Offerte. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich wieder fitter. Ciao.